In der letzten Episode kann man ein bisschen den Mondaufgang beobachten. Time to look for shelter. Not sure why I feel so tired. Und ich bin durstig. Oh, ich muss so viel erzählen. Ich habe jetzt 2 Stunden gewartet, bis ich endlich wieder reden kann. So. So, fertig. Das heißt, wir können jetzt hier ein Steinversteck, so nennen die das, bauen. Ah ja, da drauf kannst du nicht setzen, okay. Nee, den kann man nur auf Schnee. Geht halt ein bisschen Zeit rum, auf jeden Fall. So, das ist Wolfsfleisch 26%. 3, 3, 2, 7. Dann wissen wir, dass das der Tag ist halt. Warte. Dann machen wir hier einfach so einen senkrechten Strich. Und dann wissen wir, vorne sind die Prozente, die es als letztes hatte an diesem Tag. Ah, das sind so Gangzeichen auf jeden Fall. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in der Folge 210. Wir brauchen natürlich die Laterne. Oh, so viel Öl. Echt? Haben wir welches dabei? Wir haben welches dabei, Gott sei Dank. Na, dann füll das einfach gleich mal rein. Dann wird es ja ein bisschen übersichtlicher. Genau. Dann ist auch der Scrollbalken mal weg. Ist ja dann schon besser. Okay, an damit. Außerdem hast du Durst, sehe ich. Haben wir Wasser? Auch das haben wir. Sehr schön. Oh ja, komm, lauf. Verstauungsrisiko geheilt, hervorragend. Und ich frage mich immer noch, wie das funktioniert. Ach so. Jetzt wieder zu schwer. Leg das wieder ab. Nee, nee, nix da, Junge. Vergiss es. Da ist nichts. Ich nehme das nicht auf. Tja. Aber wer kann schon aus dem Stand bis auf den Boden greifen? Naja. Jetzt ist der Stein um den Stock gebildet. Wahrscheinlich Bernstein, Schwarzbernstein. So. Dann hoffe ich, dass das auch Kohle ist. This pack is getting kinda heavy. Nicht, dass hier ein Bär da seine Häufchen hinterlässt. Man sammelt die dann auf und denkt, das wäre Kohle. Das muss ja nur nicht sein. Aber vielleicht brennt das ja auch. Kann bestimmt jemand von euch aus Erfahrung berichten. So aus Echt-Erfahrung. Brennen Bärenhaufen. Tja, Junge. Jetzt lesen wir Steine auf, siehst du? Ich habe mal einfach gesagt, wozu? Treffen wir sowieso nichts. Tja. Inzwischen haben sich die Dinge leicht geändert. Wir machen jetzt einfach mit, so, wie so ein Reinemachtrupp, alles sauber. Wir nehmen alles mit. Ja, ich bin mal gespannt, ob sie den Steinhaufen auch noch eine Haltbarkeit mitgeben. Das wäre ja schon interessant auch zu sehen. Nee, dann irgendwann halt, was weiß ich, zerfallen. Das ganze Zeug liegt halt verstreut rum. Junge, da ist nichts drin. Gott, was haben wir hier? Leider nichts. Holzkohle wäre interessant. Haben wir aber nicht. Wie viele Stöcke haben wir eigentlich dabei? Nur so interesseshalber. Zu viel. Okay, gut. Da gehe ich jetzt nicht noch hin. Wobei, wegen Kohlen vielleicht. Man weiß nicht, ob man das nicht mit idyllischen Tagen braucht. Ich denke, wir werden mit einigen Wetterkapriolen rechnen müssen. Bringt so eine Kohle ganz schnell mal einiges an Wärme. Achso, ja. Ich habe ja das Auto-Walk-Feature. Ich habe das euch ja im Interloper gezeigt. Für all diejenigen, die den Interloper nicht gucken sollten, in den Einstellungen unter Eingabehilfen gibt es die Möglichkeit, Auto-Walk, also das automatische Gehen, einzustellen. Ich muss mich da selber tatsächlich erstmal dran gewöhnen. Ich habe das bei mir auf Y gelegt. Ich glaube, das ist auch standardmäßig so eingestellt. Und er hört dann auf zu gehen, wenn du es aufnimmst. Du kannst es mit Y wieder deaktivieren. Du kannst es auch mit S deaktivieren. Das geht schon. Da gehst du aber sofort auch zurück, wenn du zu lang drauf drückst. Aber das ist ja manchmal auch ganz hilfreich.
tun. Man kann auch zwischendurch rennen und das loslassen und der Charakter geht dann ganz normal weiter. Jetzt gerade wenn du halt den Hang hochsprinten musst oder so. So einen kurzen Abschnitt, dass du da einfach mal ansetzen kannst und dann gehst du weiter und musst das nicht neu auslösen. Das ist schon ganz hilfreich. So, das war's hier mit Gleuchte. Ah ja, da geht dann auch weiter, das ist ja schön. Hervorragend. Okay, ja, dann legen wir mal direkt los, oder? Würde ich sagen. Deswegen sind wir ja hier. Echt, so viel hast du gesehen. Das ist natürlich schon extrem viel. Ja, das merkst du halt, wie riesig diese Karte ist. Das ist echt zu krass. Diese Karte ist monströs. Okay, das heißt, wir sind jetzt hier unten reingestiefelt. Da sind wir reingekommen. Okay. Ich würde sagen, wir versuchen uns mal Richtung Funkturmhügel aufzumachen. Was sagt eigentlich das Gewicht? Oh, du schon 46 Kilo. Ich meine, ein bisschen Holzkohle haben wir. Dann können wir ja mal gucken, wie wir mal rumkommen. Der nächste wichtige Punkt ist natürlich vor allem halt die Geschichte mit dem Sattbonus. Den müssen wir natürlich halten. Autowar, komm Junge. Geh mal selber. Bis der nur noch dich in die richtige Richtung lenken muss. Beim Interloper, das fällt mir leider erst später auf, ist das Mikrofon wieder sehr leise. Ich hoffe, ich habe es hinbekommen, das halbwegs wieder irgendwie ranzupegeln, aber es war ja minus 30 Dezibel. Also ich stehe jetzt bei momentan minus 10 im Ausschlag als Maximum. 0 ist halt das Maximum, wenn die Ohren abfallen. Das geht immer leiser, ist einfach minus. Und ich war sozusagen 20 Dezibel zu leise. Das heißt, es war nur noch ein Viertel so laut. Ich weiß nicht, ob ich das 20 Dezibel nach oben gezogen bekomme. Naja. Es gibt aber die Möglichkeiten dafür. So, dann machst du von hier aus meine Kartierung. Ja, die Holzkohle geht uns ein bisschen aus, mein Gutster. Okay. Hinter der Gipfelhöhle geht's weiter. Es gibt ein paar Regler. Also ich kann den Clip selber in der Lautstärke verändern. Ich kann die Spur in der Lautstärke verändern. Und dann kann ich sozusagen den Master, also das zusammengemischte Audio, auch nochmal anpegeln. Also ich habe schon mehrere Möglichkeiten, das in die Höhe zu ziehen, aber ach, guck mal, ganz oben, da oben sind, ja, das sieht man echt super. Da, ganz oben Krähen. Naja. Ja, blöd, es gab halt wieder ein Update und ich habe mir das leider nicht angewöhnt. Immer noch nicht vor der ersten Aufnahme die Pegel zu checken. Ich mache das zwar manches Mal, aber nicht regelmäßig genug, leider. So, also wir können eigentlich auf der Seite herumgehen. Da können wir nochmal hier zu der Thematik Hirsch und so weiter gehen. Ja, wo man hier die Steinhaufen positioniert. Ich meine, Three Strikes macht natürlich total Sinn, dort einen zu positionieren. Man könnte theoretisch, wenn man sich die Mühe macht, ach, guck mal, ein Pfeil ist ja der Hammer. Ein Pfeil, Junge. Den habe ich nicht gesehen, obwohl ich hier war. Ja. Und was ich auch festgestellt habe, die Wölfe sind extrem laut. Allerdings sieht man da drüben auch, sind auch extrem nah. Okay. Oder aber ich sag's mal so, das Thema Futter. Achso, wie ist das mit den Bögen hier? Ich komme jetzt aus der Madame, die hat 2. Bei 30% ist der kaputt gegangen, der Pfeil. wie viel Steine haben wir? 17. Aber das ist leider noch weit entfernt für einen Steinhaufen. So, ich würde nämlich gerne von hinter der Höhle mal zeichnen. Mit oder ohne Wolf werden wir dann noch sehen. Tendenziell mit Wolf. Ja, die Wölfe sind viel, viel lauter geworden. Das kommt auch noch in einer Interloper-Folge. Da fallen einem fast die Ohren ab, obwohl die einen Kilometer weiter weg sind.
Okay, bist du jetzt bald beim Windschatten-Yoga? Was ist denn das? Wie, da musst du an den Felsen ran? Ja, ach so, der Wind dreht. Okay, alles klar. Ah, und irgendwo ist noch der Bär. Sehr schön. Gut, dann haben wir zumindest mal hier den Bereich sauber. Allerdings muss ich dazu sagen, also wirklich, hundertprozentig glücklich bin ich damit nicht. Die sind eigentlich schon relativ weit oben gewesen, aber trotzdem, die Pilze sind ja da unten im Tal. Ach, guck mal, Schösslinge. Hast du die jetzt eingezeichnet auf der Karte? Ja, außerdem, nee, hast du nicht. Ja, wie schon gesagt, die ist nicht wirklich gut, die Zeichensysteme. Also immer noch nicht wirklich gut. Also ich kann halt auch nicht einen 360-Grad-Schwenk machen vorher und das Einzeichnen, das bringt ja so auch nichts. Er zeichnet auch nicht diese Kaninchen da unten ein, obwohl er die eigentlich sieht. Wir haben genau hingeguckt. Ja, ich weiß nicht, was ich da noch besser machen soll. Keine Ahnung. Ich sag mal, es passt so. Kannst du noch rennen? Ein bisschen zumindest. Funkturmhügel ist bereits zu sehen. Ja, der Bär ist auch wieder verflucht nah. Man hört ihn auch über die Schneekuppe. Das ist ja schon mal ganz gut. Wenn du den nicht hören würdest, wenn er dahinter ist, das kann dann auch mal schnell nach hinten losgehen. Das ist übrigens schon wieder Durst, Junge. Ja, die Zeit geht hier halt rasant wieder rum. Ich muss mich wieder von der Madame wieder umstellen. Okay. Nächster Kartierungsversuch. Das wird noch sehr viel Holzkohle kosten, Leute. Oh ja. Das wird dauern. Wir werden hier mit relativ großer Sicherheit den Rekord der Tage überbieten. Von allen Karten. Ja, es gab ja ein Patch, das habe ich ja auch im Hinterlobe schon mal erwähnt, dass die, wo viele Bugs gefixt wurden, unter anderem, dass die Sprühdosen jetzt die richtige Kappe haben. Also es ist nicht in Kanada so, dass die die Komplementärfarbe bekommen. Keine Ahnung, wo der Bär jetzt wieder unterwegs war. Aber ich sag's mal so, was Bären angeht, da haben wir ja im Interloper ja genügend Thematik. Da reicht uns ja der Bär vom Anglerlager schon und falls wir den anderen da auch noch finden, dann haben wir noch mehr zu kochen. Hm. Dann muss man das Thema hier nicht auch noch aufmachen. Okay, ich würde sagen, wir zeichnen mal von hier, oder? Was hältst du denn davon? Das sieht doch gut aus. Ja, das ist wirklich gut gekommen. Hervorragend. Das heißt, wir müssten da nochmal rauf. Alles klar. Und vielleicht werden wir heute im Funkturmhügel pennen, damit wir da das Feuer über Nacht laufen lassen. Ein bisschen Holzkohle zumindest produzieren. Ja, du hast noch mehr Durst und noch mehr Hunger. Aber dass wir am Bauernhof mehr haben als bei der Madame. Hatten, als wir bei der Madame hatten. Da unten ist er schon. So, von hier aus hast du doch eine richtig gute Aussicht. Da siehst du doch fast das gesamte idyllische Tal. Aber siehst, es ist tatsächlich ein ganzes Stück vorgeschoben. Nochmal. Aber allerdings die Richtung, das ist, da ist nicht wirklich viel passiert. Man sieht doch das Häuschen da unten. Ja, ich weiß, ja. Ja,
haben auch ein bisschen was dabei. Also es ist jetzt nicht, ja, ein bisschen. Also das muss man schon wirklich sehr wörtlich nehmen. Oh je. Okay, das heißt, wir werden vielleicht heute nicht hier bleiben und das Feuerchen unten am Bauernhof machen. Denn hier haben wir halt noch Sonne. Das würde einem hier schon noch ein bisschen helfen. Genau. Weil zum Bauernhof ist es halt noch ein ganzes Stück weiter. Okay, Seil fehlt hier. Echt, wir waren noch nie hier oben. Aber wir haben die doch eingezeichnet. Neuer Vorort entdeckt, stand halt da. Interesting. Wir waren garantiert schon im Funkturmhügel. So, Junge. Sieht doch noch besser aus, hm? Die Stromleitung da im Zickzack, das ist ja auch schräg. Also wo man sie so extrem im Zickzack macht. Ja. Oh. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Bären und Wölfe sieht man von hier aus leider gar nicht. Das ist schade. Ja, die Sonne geht halt straff Richtung Süden und ich würde sie gerne nutzen zum Feuer anmachen. Ich meine, wir haben es nicht so eng wie Interloper, natürlich nicht. Aber das liegt natürlich auch daran, weil wir versuchen, die Sonne zu nutzen. Und hier liegt schon mal nichts. Oldschool, verdammt. Leider nicht. Lupe bitte. Nee, keine Birkenrente. Und Brandbeschleuniger mal weg, richtig. Dann gucken wir, was wir hier holztechnisch rausholen. Viel wird es wahrscheinlich nicht, aber... Wenn wir zumindest mal ein bisschen weiterkommen, das würde ja schon helfen. Gut. Da hast du vollkommen recht. Und alles drauf, alles was geht, alle Stöcke weg. 6 Stunden, okay. Dann gibt es zumindest... Nee, ich wollte Wasser. Ja. Du bist echt hier oben? Ernsthaft? Hinterher. Ich traue der Spielmechanik nicht. Zur Not glitscht er nämlich hier rein. Da bin ich mir relativ sicher. Hallo? Behälter leer, okay. Ja, und zwar werden wir hier dieselbe Markiersystematik verwenden im Interloper, auch wenn ich da vielleicht ein bisschen was spoiler dann für den Interloper, aber ich habe nämlich im Interloper schon überlegt, wie man verschiedene Sachen markiert. Hallo? Ne, das ist keine Zeile. Vergiss es, das ist keine Zeile. Was siehst du denn da immer? Rohr kann man leider auch nicht anzünden. PC brennt aber, glaube ich, relativ gut. Okay, hier ist dann nämlich nur noch Altmetall. Ja, Stoff im Sinne von Stuhl halt schon, aber würde ich jetzt nicht als dedizierte Stoff... Warum kann sie die Zeitung nicht nehmen? Stoffstellen definieren. Okay. Ich würde trotzdem gerne noch Wasser machen, weil wir haben auch nicht mehr so extrem viel. Okay. Dann hoffen wir einfach mal, dass der Bär vielleicht jetzt gegangen ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum der jetzt wieder durch den Zaun gucken konnte. Das, die Rahmenbedingungen sind wohl hier anders. Sozusagen. Komm. Also beim Göringschwimmen Wasser. Ja, wir müssen den Bogen halt hier verwenden, weil wenn der Penner hier um die Ecke lauert. Definitiv. So, dann machen wir jetzt erstmal einen Schwung Wasser. Den nehmen wir am nächsten Tag mit runter. Hat uns der Bär hier hochverfolgt? Wir haben aber nichts. An uns. Tja, Junge. Genau, immer schön fleißig knöppeln, ganz wichtig. Nur so erhöht man den Bogenskill. Ich muss schon wieder, Hilfe. Siedepunkt, okay, dann machen wir das hier noch fertig und dann haben wir ja Feierabend. Also das Aufheben. Toll. So möchte ich das jetzt nicht, verdammt.
Fängt es jetzt nochmal von vorne an. Tut es. Gut. Aber es reicht. Ich mache jetzt nicht noch eine Dose nochmal. Ja, halt die Klappe. Okay, das wird dann nur 6 Holzkohle leider. Hm. Wild. Und zwar, genau, das hatte ich für die Geschichte mit dem Altmetall mir ausgedacht. Dass das halt ein bisschen so für Altmetall steht, weil Werkzeug, ich weiß nicht. Das halten wir ja alles der Inventur halt fertig. Und auf der Karte ist das dann auch nicht eingezeichnet. Warum nicht? Warum hast du es jetzt nicht eingezeichnet? Ich habe es auch angebracht. Was ist das denn wieder für eine Mechanik? Muss ich hier kartieren? Ich kartiere nicht nochmal. Vergiss es. Was sagt der Tag? Was sagt die Nacht? Passt noch nicht. Noch erstmal eine Stunde. Naja. Noch eine Stunde, komm. Ja, Kalorienreserve geht gehörig in die Knie. Leider schon. Ich weiß auch nicht, warum der Kopftreffer von dem Bär nicht gezählt hat, aber wahrscheinlich, weil der Bär nicht vollständig getroffen wurde. So, hier müsste irgendwo ein Bett sein, richtig? Ne, anscheinend nicht. Es ist auf jeden Fall viele weiße Flöckchen. Wohin wir die auch ihr Licht herbekommen? Komm, mach doch mal die Lampe an. Wo stehst du denn? Ach, du stehst hier. Ich dachte, du wärst in den Raum gegangen, Junge. Tja, da müssen wir mampfen. Das hilft nichts. So, da kommt jetzt mal die Dose weg. Ist ja für den einen oder anderen auch, den einen oder anderen Zuschauer ja dann doch auch ganz hilfreich, das Thema. Und, ja, jetzt müssen wir aber eigentlich über die Nacht kommen. Ja. Okay, wir hatten für eine Sekunde eine Aurora. Echt zu früh, das ist ja der Hammer. Gut, dann gucken wir noch, wie viel Holzkohle wir haben. Wie sieht denn die Karte jetzt hier aus? Ich finde es schade, dass er übrigens die Markierung nicht eingezeichnet hat, die wir hier angebracht haben. Also so hundertprozentig zuverlässig funktioniert das leider nicht. Oh, schönes Wetterchen. Hervorragend. So. Oh, 7 Stück sogar. Das wäre der Hammer. Hat er noch aufgerundet, anscheinend. Was gibt's hier wieder zu Vogeln? Zu Wolfsvogeln oder Bärvogeln, was weiß ich. Warte mal, Bogenskill? Wir haben doch nur noch den Flickenskill hier, genau. Achso, die haben das ja scrollbar gemacht inzwischen, stimmt. Ja. Nix reißen, Junge. Wobei wir noch den, ja, ich habe das Achievement mit den 100% Kleidung noch nicht. Ich hatte es nämlich mal gemacht, damals, als, wo ich noch als Pilger unterwegs war, hatte ich mir alles auf 100% hoch repariert. Und es gab aber das Achievement nicht. Ich habe es seitdem halt gelassen. Tja. Okay, 7 Holzkohle, das ist nicht so wirklich die Wucht. Wir müssen wahrscheinlich einfach mal ein richtig fettes Feuer an dem Bauernhaus brennen lassen. Wahrscheinlich einfach einen Tag dazu bringen, fürchte ich fast. Und hier kommen wir natürlich nicht runter, aber ich werde hier mal zeichnen. Wegen der Aussicht. Ist übrigens kalt, Junge. Ja, und wir essen vorher noch einen Rohrkolbenstängel. Das mit dem Sattbonus ist ja doch nicht so hundertprozentig trivial. Wir rennen damit. Dafür haben wir sehr. Die MAI, die hebe ich wirklich. Das ist meine absolute eiserne Reserve. Ah ne, Quatsch, kartieren wollte ich ja. Nicht schlafen. Oh ja, schön, wie die Sonne geht. Ja, okay. Sag ich mal. Was sagt die Temperatur? Ja, minus 10 Grad, komm ja. Ja, unsere Erfrierung, ja. Ist ja auch der rote angeknabberte Balken. Naja. Interesting. So.
Hier ist alles zu steil. Vergiss es. Wir rennen einfach runter. Das ist die einzige Möglichkeit, die es hier gibt. Ja, Stöcke. Das sollte man gleich wieder aufsammeln. Wir müssen auch wieder gleich direkt ein Feuer starten. Tja, Junge. Es ist nicht zu hören. Wir sind im idyllischen Tal. Wir können froh sein, dass schönes Wetter ist. Gewöhnlich hast du hier eigentlich mehr mit Blizzard zu tun als mit Sonnenschein. Oh, du kommst auch hoch. Wie? Ja, okay. Zu viel der guten Worte. Nee, die kommt nicht hoch. Nein, ich will da nicht hoch. Vergiss es. Ich will da unten in der Ebene rumkrauchen. Ja, ja, was war? Wen interessiert's, Junge? Ja, wunderschön. Aber ihr seht, das wird richtig lange dauern. Ja, und Steine müssen wir auch nehmen. Könnte theoretisch einen Steinhaufen bei der Anglerhütte oben mal deponieren. Weil es mir da halt angeln geht, dass man da einfach Holz bunkert. Mit Kohlen und keine Ahnung, was da alles so Schönes gibt hier in dieser Karte. So leicht stirbt sich's nicht, glaubt sie. Glaubt mir. So leicht stirbt sich's nicht. Ja, leider schon. Leider schon. Kau doch ein bisschen auf dem Stein rum oder auf diesem schwebenden Stock hier. Guck mal. Stöcke. Genau. Stöcke. Federn. Hab ja den, den Film mal geguckt mit dieser, dass es um diesen Flugzeugabsturz von diesem Football-Team war, glaube ich. Oder war es ein Fußball-Team? Ich weiß es gar nicht. Irgendwo in den Anden. War das 70? Ich glaube, es war die 70er. In den 70er Jahren ist es abgestürzt und die haben ja dann nur überlebt, weil sie dann halt zum Kannibalismus übergegangen sind. Ja, und die haben halt dann von den Leichen gezehrt. Tja, wenn du nichts anderes hast, dann macht man das wahrscheinlich schon. Tja, wir machen noch vorher von der Herzschmerzbrücke eine Kartierung. Ich hoffe, die ist dann zufriedenstellender Natur. Nahrung vorausgesetzt natürlich. Dass wir die Stelle vielleicht mal abhaken könnten. Das war ja vor allem, genau, das war ja vor allem auf der Seite halt. Wahrscheinlich müsste man den Hügel besteigen. Da wieder der Wind dazu. Komm her. Zeichne er mal. In der Kälte. All I can think about is food. Ach, verdammt. Ja, das funktioniert so nicht. Ach, na wunderschön. Eine Batterie im Auto sehe ich da. Okay, lass uns mal direkt den Bauernhof ansteuern. Definitiv. Ich werde da einen Steinhaufen direkt neben dem Feuerfass positionieren für Brennmaterial. Weil diese Kartierungsgeschichte, das wird richtig fett Holzkohle brauchen. Definitiv. Versuche es noch mal mit Stöcken, weniger mit Zweigen. Wölfe links, okay. Da hätte man zumindest mal ein gewisses Futterproblem, Behebungs Dingenskirchen. Ja, guck
Guckt mal, wo die Wölfe sind, wie laut die sind. Vor dem Patch waren die, hast du die nicht gehört und jetzt fallen dir die Ohren ab, weil die Dinger einfach so extrem übertrieben laut sind. Es ist so laut, dass sogar seine Schritte leise werden. Rennt der Hirsch jetzt zu den Wölfen oder was? Junge, das mit deinem Futter wird aber schon knapp. Wenn wir da was vorrätig haben, dann langen wir da aber richtig rein. Haben wir nicht irgendwas aus Hirsch an? Nö, eigentlich nicht. Ja. Aber in dem Modus nicht. Ja, das Problem ist mit dieser extremen Lautstärke von den Wölfen, dass du kannst jetzt nicht mehr sagen, ob die nah sind oder ob die weit weg sind. Also ich kann das nicht. Okay, viel Fleisch haben wir nicht. Aber zumindest ein bisschen was. Wir können ja dann zumindest mal für Ruhe in der Nachbarschaft sorgen. Die Möglichkeit haben wir ja schon. Das wird wahrscheinlich so das Dauerthema hier, Junge. Oh, die sind alle kaputt. Echt, so lange waren wir schon nicht mehr hier. Tja, was willst du machen? Genau. Glorb. Glorb. Aber beziehungsweise, wir brauchen jetzt nicht noch mehr Wasser, glaube ich zumindest. Oh, Holzkohle. 7, na immerhin. Immerhin, Junge. Okay, da haben wir nichts. Wir nehmen natürlich die Lupe, wie es wo kommt. Und weg mit dem Brandbeschleuniger. Irgendwann sind wir die auch mal los, die Dinger. Komm, Junge. Mensch, Feuer, mach schon. Na, endlich. Hau erstmal nur die Stöcke drauf. Genau. Die Kohle schmeiße ich mal hier dazu. So. Wie viele Steine haben wir jetzt? Halt. Ja, als würde der hier direkt am Haus stehen. Also wirklich wahrhaftig. Meine Herren. Ich frage mich, warum man das nicht eingepegelt bekommt. Also ich verstehe das jetzt nicht so wirklich. Weil man macht doch auch Tests. Also das ist halt einfach so die Sache. Man macht ja auch Tests und überprüft dann, ist das laut genug oder ist das zu laut? Und ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass das passt. Na gut. So, Junge. Da wird es ja auch ein bisschen wärmer, das ist ja auch wichtig. Durchaus nicht uninteressant, das Thema. Wärme. So, dann gucken wir einfach noch, ob wir hier noch viel mehr Sprühdosen finden. Ah, die Kartons sind nicht ineinander gefallen, sehr schön. Na ja, gucken wir mal. 79%. Schade. Nichts drin. Okay, hier hätte man noch genug Holz. Getrocknete Ahornschüssel. Gut, dann schmeißen wir da gleich wieder 3 dazu. Die sehen auch anders aus, Leute. Warte mal, ich leg mal... Ach ja, natürlich. A bis Z, bitte. Ich lege nochmal den getrockneten raus. Oh, das sieht ja cool aus. Gucken wir uns das mal an. Guck mal. Das ist der. Warte mal, den getrockneten kannst du ja aufheben und so sieht der grüne aus. Ja, ist ja richtig schön. Irgendwie schon. 11 Federn drin. Okay, was haben wir hier? Altmetall, echt zu viel. Oh, Alter. Ja, die sehen auch anders aus. Sehr interessant. Noch mehr Bögen und noch mehr Pfeile. Soll ich den Bogen jetzt noch mitnehmen? Also gehen wir auf Werkzeug hier, Junge. Ja, eigentlich wird das... Warte mal, wir schmeißen den mal da rein und nehmen mal den 61%. Außerdem, die ganzen Pfeile kommen natürlich... Nein, lass den Bogen da, Junge. Ich will nicht ständig dieses... Da habe ich rumgeknöppelt. Ja, Brennmaterial. Oh, so viele Schlingen können wir da basteln. Können wir nie brauchen. Öl. Na, dann gib mir mal die kleineren Dinge. Da können wir die mal reinfüllen. Was ist hier drin? So viele Wölfe, echt. Naja. Der Stuhl schwebt, echt. Na gut. Ach, guck mal. Ach, na jo. Ach du Schande, ernsthaft. 59 und 10 nochmal extra. Das ist ja der Hammer. Ah. Ne, falsch. Warte mal, ist da was drin? Nö. Ist es nicht. Tja, Junge. Zu lang. Oh, da liegen sie alle. Die Schlafsäcke. Ich wette, die waren mal alle drauf. Eine Säge, okay. Warum sehe ich denn eine Säge? Okay. Ah ja, doch so viel. Das ist ja der Hammer.
Ja, gib die mal her, komm. Alle 62, beziehungsweise gib mir mal die beiden. Oh, Schnauf, das ist viel zu schwer. Ja. Toll, teilweise schwebt's, teilweise steht's. Ja, leider nix. Aber du kannst durchgehen, das ist ja nicht schlecht. Da haben wir auch genug Wasser. Dann schmeißt du hier nochmal 1,5 Liter rein. Ach Gott, ja, das Essen. Oh ja, ist auch noch richtig viel übrig. warte mal, du kannst dir zumindest mal 2 nehmen. So, dann sind wir wieder auf 10. Wenn wir tun und so weiter, dass... Ach so, wir müssen natürlich noch weiter gucken. Ja, mach die Lampe wieder an, Junge. Ist auch lange nicht fertig. Da ist nichts drin und da ist natürlich Medizin drin, wie es so kommt. Haben wir da irgendwas, was wir da reinbasteln können? 4 von denen. Die Hagebutte bleibt natürlich an uns, das ist ja klar. Okay, zu lang sollte ich auch nicht machen, weil das Problem ist. Das wird ja auch nicht besser hier. Ah ja, die Puppenstube. Ah, ich komme nicht ran. Trotz Puppenstube kommst du da nicht ran. Na, schade. Schade, schade. So, was in der roten Kiste? Was liegt denn da? Liegt ein Beil, echt? Okay. Habe ich das einfach so wild verteilt? Na jo. Ach du Schande, Leute. Ach du Schande. Ach du Schande. Ich hasse diese rote Kiste. Das ist ja so ein unnützes Ding. Aber zumindest haben wir genug zu essen. Das ist ja nicht schlecht. Warte mal, machen wir auf Futter und gehen wir auf Gelb. Und den roten Kaffee nehmen wir mal mit. Völlig unnütz. Kinderzimmer anscheinend. Nee, ist nix. So, hier ist auch nix. Nur noch mehr Holz, okay. Rucksack ist leer, alles klar. Da ist auch nichts zu sehen. Die Bildergalerien. Kaninchen und Hasen dabei. Haben sie eigentlich den Fernseher gefixt? Nur mal so interessenshalber. Nee, er ist immer noch da. Hervorragend. Oh echt, den Schrank haben wir nicht durchsucht. Bleibt trotzdem leer. Ja, das einzige Bett, nee, das... Nicht das einzige, aber ich sag mal so, so wirklich viele Betten gibt es hier nicht in diesem Häuschen. Okay, Leute, dann machen wir es so in der nächsten Folge. Wir müssen das Feuer natürlich weiter anfachen, das ist ja klar. Schmeißen wir jetzt eine gehörige Portion Stöcke rein. Wasser brauchen wir jetzt nicht, weil wir gucken mal, was wir auch mit den Wölfen machen können. Weil der Futterbestand ist hier nicht so wahnsinnig prickelnd. Und ja, dann werden wir uns vielleicht mal hier noch ein bisschen betätigen, weil so wirklich zufrieden mit der Gesamtsituation bin ich nicht, wie man vielleicht sieht. Vor allem die da, die diese schwebenden Pilze. Tja, da haben wir noch zu tun. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.